Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Waluigi's Road to Glory Holoric Must Go On. Heute am 15. Oktober um 7.36 Uhr am Morgen geht wieder gut los. In der letzten und in den, ja, in vielen letzteren Folgelinies haben wir uns hier so ein bisschen abgeruckert und ich habe direkt nach der Aufnahme mir nochmal angeschaut, wie der Dabble Dabble Dubbidab sich da so durchgeschlängelt hat, wie er das beim ersten Mal geschafft hat. Nun, ich werde euch jetzt zeigen, wie er das gemacht hat. Seht ihr das? Seht ihr das? Ihr wisst, was passiert, wenn ich da rangehe, nicht wahr? Und ihr wisst, was man machen muss. Man muss die natürlich so totstampfen. Aber es gibt tatsächlich eine Komponente, die das Level hier sehr, sehr alt aussehen lässt. Und dementsprechend könnte man natürlich wieder einerseits sagen, ja, das lässt dich ziemlich dumm dastehen. Andererseits könnte man aber auch sagen, dass ich den das wollte ich wieder nicht, ne? Ihr wisst ja, wenn man dann aus Versehen nach unten drückt und so weiter. Es lässt mich aber auch irgendwie gut dastehen, da ich es halt umständlich versucht habe. Seht ihr das hier? Nun, man geht natürlich davon aus, dass man auf derselben Ebene sein muss wie das Ding, nicht wahr? Aber ich kann es auch einfach von hier machen. Und des Weiteren ist es auch so, dass du... Du musst gar nicht, also ich, ne, das ist so physikalische Gesetze und so weiter. Ich meine, das ist das, Level von, also man könnte es auch fast Naturgesetze sagen, dann passt mein Witz eher. Das ist das Level von Greta Thunfisch und da geht man halt irgendwie davon aus, dass das Sinn macht. Ich könnte ihn hier penetrieren, ich kann ihn aber auch tatsächlich von hier penetrieren. Und ihr alle wisst, was das für ein, bestimmtes Areal, für eine bestimmte Sequenz bedeutet. Richtig. Wir können an der Stelle, wo ich da, ja, ihr werdet es gleich sehen. Also es ist wirklich fucking unglaublich. Und ich wäre jetzt emotional noch etwas aktiver, wenn das nicht schon so lange her wäre. Aber ne, ich habe ja eine Pause gemacht. Ich werde da gleich darauf eingehen. Was man auch noch zusätzlich dazu sagen sollte, ist, dass ich hier bei dieser Plattform davon ausgegangen bin, dass sie einfach eiskalt nach unten geht. Und die geht aber okay. Gut, die geht wieder hoch. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Das ist ein bisschen dumm. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt einen Checkpoint gab. Das war jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Ich habe natürlich gehofft, dass ich diese Demonstration überlebe. Aber nee, okay, gut. Da kann ich ja dann dementsprechend wieder mir das eine Leben holen. Ja, okay, sorry dafür. Nee, aber das... Woher? Woher soll man das wissen? Woher soll man das wissen? Also... Der nette Lukas, der Einzige, der anscheinend imstande ist, noch Kommentare zu schreiben, auch nach mehrheitiger, wiederholender Forderung meinerseits, hat gemeint, dass diese Gegner tatsächlich aus Yoshi64 sind oder so. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, was dumm ist, weil ich... Hat ihr mir den Kommentar nochmal von einer Stunde durchgelesen. Also dieses Monster gab es anscheinend tatsächlich in einem richtigen Teil. Ja, das ist jetzt wieder der gute Vorführeffekt. Ist mir egal, ich bin da ganz gechillt, was das angeht. Wir müssen natürlich grundsätzlich noch schauen, wie wir das mit dem, mit Greta Thunfisch an und für sich handhaben wollen. Ob es da auch gewisse Kniffe gibt, die ich da übersehen habe oder so. Na, also der... Das Video hat mir diesbezüglich da tatsächlich nicht weitergeholfen. Also ich weiß nicht, ob der Typ einfach gut fliegen kann, weil der hatte ja da immer permanent ein Cape. Der ist dann natürlich fabulös durch das Level geschlittert. Ob das an dem Cape lag oder ob das Spiel... Also man hat ja da links und rechts von den Gegnern da so komische Blöcke gesehen. Vielleicht können die mich ja irgendwie in die Luft katapultieren und dann sieht das Ganze natürlich schon deutlich angenehmer aus. Ja, genau, habe ich es gerade gesagt, die Gegner, das sind keine eigengebaute Sachen, die gibt es wohl wirklich in einem richtigen offiziellen Nintendo-Spiel, da sollen sie aber noch ekliger sein, also hier ist es schon wohl ein wenig angenehmer, in dem richtigen Spiel soll man sie wohl gar nicht töten können. Und fernab von dem, fragt euch vielleicht so, jo, was geht denn da ab, warum hat das jetzt so lange gedauert? Nun, es lag jetzt nicht daran, dass ich irgendwie Schiss vorm Spiel hatte oder so, hier, schaut euch das an, so ist es nämlich gedacht. Dass du einfach... Es macht gar keinen Sinn, weil zwischen der Plattform, wo der Dingsi ist, der Elefant, und zwischen mir, da ist doch ein der Boden ist doch noch nicht mal miteinander verbunden. Ich meine, man könnte... Einerseits könnte man sagen, okay, gut, die Frage ist jetzt, resettet sich das wahrscheinlich, oder?
Guck mal, man könnte ja sagen, ja, okay, diese Attacke, die greift alles auf deiner selben Ebene an, im Umkreis von 8 Kilometern oder so. Das ist ja noch okay. Aber der Witz ist ja, dass, wie gesagt, hier, wenn ich jetzt hier die Stampferattacke einsetze, wie kann das? Gut, ihn tangiert das jetzt natürlich nicht, aber ihr habt das vorhin gesehen, ne? Das hier und das hier. Stellt euch vor, das ist auf derselben Ebene. Wie kann denn eine Schockwelle, die... Mir fallen die passenden Wörter nicht ein. Eine Schockwelle, die auf der einen Seite der Insel ist. Wie kann sie denn eine andere Insel beeinflussen, wenn dazwischen Wasser ist? Versteht ihr das? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich frage mich, wie man da darauf kommen soll. Und vor allem, wieso der Typ das im Video konnte. Ne? Ich weiß nicht, ist das Allgemeinwissen? Fragezeichen. Also ich musste noch nie mit solchen asozialen Leveln hantieren. Aber irgendwie, guck hier. Es macht keinen Sinn. Es macht absolut gar keinen Sinn, dass das so funktioniert. Und natürlich breche ich mir dann da, guck hier. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen dumm tatsächlich, dass der Huren-Holocaust-Ficker da... Da, guck hier. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass das funktioniert. Ja, aber klar, so denkt sich dann jeder so, ja, das ist doch ganz einfach jetzt. Ja, natürlich, mit dem Wissen, ne? Wenn man mir gesagt hätte, dass ich... Gut, hier, ja gut, das war jetzt ein bisschen dumm. Wenn man mir gesagt hätte, dass ich während des Mathe-Tests einen Taschenrechner verwenden darf, dann ja, ne? wenn man mir gesagt hätte, dass ich das gar nicht alleine ausrechnen muss, ja, dann sieht das alles natürlich ganz anders aus. Lululululul. Ja, aber okay, zurück zum Problem. Ja, es lag jetzt nicht irgendwie daran, dass ich, wie gesagt, Schiss hatte. Ja gut, er ist jetzt wieder nicht richtig im Bild. Ja, das ist halt dumm, das muss dann irgendwie anders timen und blauen Keks, ist mir aber auch egal. Passt schon, wenn wir da hinten hinkommen. Und hier, meint ihr, es funktioniert von... Guck mal, es funktioniert sogar schon von hier. Wie lächerlich ist das, Alter. Meine Fresse, ey. So. Ja, nee, also ich habe tatsächlich die letzten... 3,5 Wochen circa Judgment gespielt, denn ihr wisst ja, ich bin ja so PlayStation Now Abonnent und so weiter, ne? Versuch hier das ein oder andere halbwegs neue Spiel abzugreifen, ohne dafür großartig viel Geld ausgeben zu müssen. Und da war tatsächlich Judgment drin und bevor ich jetzt weiter drüber rede, versuchen wir das mal. Wird wahrscheinlich eh nicht direkt beim ersten Mal klappen, aber wie gesagt, ich habe mich das aus unbekannten Gründen bis jetzt nicht getraut, nach links und rechts zu gehen. Ja, das macht... Es macht leider keinen Unterschied, das heißt, ja, dass der Boss an und für sich wird trotzdem ein Problem darstellen, leider Gottes. Ich habe jetzt gehofft, dass diese pinken Felder mir irgendwie mega viel Kraft geben. Tja, das ist, aber ich kann das, Moment. Okay, warte, das ist interessant. Ich dachte, weil, guck mal, die Dinger, die lösen sich doch auf, nicht wahr? Die lösen sich doch auf, wenn sie auf das lila Pinke kommen. Und deswegen, ich habe da versucht, im Mittelfeld zu werfen, weil ich dachte, die lösen sich auch in meiner Hand auf. Aber okay, gut, ja, nee, dann ist es... Es ist okay, ne? Das ist auch wieder so eine Komponente, ne? Aber gut, da würde ich tatsächlich eher sagen, gut... Hätte ich vielleicht drauf kommen können, aber das alles, was wir davor besprochen haben, hier mit diesen Kackelefanten und der Druckwelle des Jahrtausends, der Schockwelle, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Bei PlayStation Now gibt es ja immer so Spiele, manche Sachen sind permanent drin, manche sind aber nur 2-3 Monate drin und da war dann unter anderem Judgment und ähnlich wie bei Spider-Man, Tomb Raider und Metro habe ich dann alles stehen und liegen gelassen und habe versucht, das aufzunehmen. Das Ding ist, dass Judgment tatsächlich, ein sehr, sehr langes Spiel war, also vielleicht sagt euch ja Yakuza oder, Moment, jetzt ist ja doch wieder, ja, Angewohnheit. Vielleicht sagt euch ja Yakuza oder Shenmue irgendwas, das ist so ein Spiel, quasi der geistige Nachfolger, ein Spin-Off. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel, kann das Let's Play, von dem ja sogar tatsächlich auch schon 11-12 Folgen oben sind, tatsächlich nur empfehlen. Das ist eines meiner Lieblings-Let's Plays. Nun fragt ihr euch, wann ist denn... Ich meine, magst du nicht alle deine Videos? Ja, schon, aber das ist natürlich besonders geil, weil ich halt einfach ohne irgendwelches krampfiges Verhalten eben mal so circa 150 Folgen rausgebräselt habe. Also eigentlich sind es, ich möchte jetzt nicht die genaue Zahl nennen, damit ihr nicht wisst, wann das Spiel so vorbei ist, aber ich sag mal so, wenn wir davon ausgehen, dass jede Folge immer 20 Minuten lang ist, dann sind es circa 150 Folgen, aber ich habe ja stellenweise auch
überzogen. Ne? Manche Folgen gingen auch einfach eine Stunde, deswegen ist es schwer zu berechnen. Aber es sind definitiv, so viel kann ich euch sagen, über 100 Folgen. Und hier und da gibt es bei den Let's Plays immer so eine Stelle, wo ich nicht weiterkomme oder was weiß ich, so ein bisschen sauer bin oder so. Also ich finde, dass Let's Plays selten bei mir wirklich nahtlos perfekt sind und wirklich alles immer haben, was mich ausmacht. Und dieses Let's Play hat das aber tatsächlich. Also wir haben sehr, sehr viele Off-Topic-Themen, die natürlich dann auch zum Spiel passen. Also wir reden über Beziehungen, über Stalking, über Ernährung, wie trinkt man ordentlich, wie isst man ordentlich und so weiter. Gut, das sind alles Themen, die sind hier und da auch schon mal auf meinem Kanal gekommen, aber da habt ihr dann ein aktuelles Statement. Also manche Statements sind natürlich... Also, ich habe beispielsweise schon öfter mal über Ernährung geredet, beispielsweise Ende 2017. Und ja, im Grunde, wenn ich dann selbige Themen nochmal anspreche, einige Jahre später anspreche, dann ist das aber meist so ein bisschen feingetuned. Ich habe mich da vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mehr belesen und so weiter. Und ich kann viele Themen, die ich damals vielleicht schon angesprochen habe, jetzt aber aktuell noch besser rüberbringen. Also es lohnt sich da auch, sich sowas dann nochmal anzuhören, auch wenn man das die Meinung schon mal von mir gehört hat. Und das Spiel an und für sich ist super schön. Du kannst wirklich, kannst einfach die Seele baumeln lassen. Und deswegen, also so, jetzt sind... Da! Guck mal! Jetzt ist das passiert, aber ohne... egal, wo ich stehe. Okay, ich weiß nicht, soll das irgendwie gut sein? Ja, ja doch, ich würde sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Leute, die ist gleich am Arsch. Die ist gleich am Arsch. Natürlich kann ich hier... Die ist am Arsch. Leute, wir haben es geschafft. Ja, und wisst ihr warum? Weil ich das mit den scheiß Elefanten verstanden habe. Also, wenn man da was verstehen konnte, dass die Leute, das könnt ihr mir nicht erzählen. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass das Allgemeinwissen ist. Dass ich wissen soll, weil diese verfickte Schockwellenfunktion, die gibt's ja auch kaum. Und dann soll ich darauf kommen, dass wenn ich jetzt hier einen Furz lasse, dass er in Polen seine Wirkung zeigt. Wisst ihr noch, man gepflegt ja auch immer zu sagen, keine Ahnung, wie ging denn das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. In China ist irgendwie gerade ein Sack Reis umgefallen und du merkst es oder so. So ist das mit der Schockwelle. Ich kann hier furzen und in China hören die das, ja? So hat sich das angefühlt. Ja? Und da, ich finde, wie gesagt, da sollte man mir mal so ein bisschen Respekt dafür zollen, dass ich es, dementsprechend auf meine Art gefühlt 2 Stunden versucht habe, ja? Also, wie gesagt, klar, das war nicht korrekt, so wie ich es gespielt habe, aber ich wusste es nicht besser und ich habe es extrem umständlich gespielt und bin noch halbwegs mental dran geblieben. Also ja, hier und da bin ich mal so ein bisschen ausgerastet, aber versteht, was ich meine? So, da, ja, also ich bin stolz auf mich, aber natürlich jetzt auch dementsprechend zufrieden, dass wir es endlich geschafft haben. So. Ja, nachdem Waluigi Greta Thunberg penetriert hat, hat Wario die Zukunftsdisk gefunden. Natürlich hat er die Zukunfts-CD gefunden, wegen dem Klima oder was. Waluigi hat es zu seiner seinem geheimen Inventar gelegt. Ja, herzlichen Glückwunsch, du Arschloch. Währenddessen, Raik, Luigi, könnt ihr mich hören? Ich habe es geschafft, von Kururu zu entkommen, aber ich bin... Im Spring Lawfare. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Eigenname ist oder keine Ahnung. Er ist da auf jeden Fall irgendwo gefangen oder verloren. Hat sich verlaufen. Während meiner Flucht habe ich die 5 CDs. Determination. Die, wie nennt man das im Deutschen? Das ist so schlimm. Ich schreib's hin. Die CDs auf jeden Fall. Die galaktischen Kids von nebenan penetrieren können. Wenn du mich hören kannst, bitte antworte mir. Ja, wahrscheinlich können wir ihn jetzt so minimal hören, weil wir schon 2 CDs aufgesammelt haben. Und wenn wir dann alle haben, können wir ihn vielleicht besser verstehen. So, Leute, jetzt kommt's. Ich habe übrigens den Zettel, erstmal, weil das jetzt schon wieder 3-4 Wochen her ist, ewig suchen müssen. Und ich habe erst überlegt, ist das überhaupt der Zettel? Und dann habe ich hier gesehen, die letzte Zahl, die hier draufsteht, ist 22. Und wir haben 22 Level geschafft. Also wird das wohl der richtige Zettel sein. Das sagt eigentlich meine Uhr. Komme ich schon wieder vor, als wenn ich hier 5 Stunden rede. Ja, okay, passt. Also, was geben wir dem Level letzten Endes? Ganz ehrlich, ich war vor der Aufnahme kurz davor zu sagen 1. Aber da das ja dann doch irgendwie geht, gebe ich dem eine 2. Eine 2 tatsächlich.
Wie waren das? 2 von 5 oder 2 von 2 von 10, ne? Ja. Moment, ich muss erstmal Level hinschreiben. Level 23 war das jetzt? Ja, weil wir 23 abgeschlossen haben. Und dann gebe ich denen eine 2. Warum eine 2? Weil es natürlich jetzt retrospektiv sehr, sehr einfach ist, wenn man es verstanden hat. Aber wie sollst du drauf kommen? Ist die große Frage, die ich mir da stelle. Von daher, wenn das Internet nicht wäre, würde ich wahrscheinlich noch Weihnachten 2035 dran sitzen. Von daher, sage ich mal, okay, es ist nicht kaputt, es ist machbar, vor allem wenn man es verstanden hat, aber bevor man es versteht, fliegen erstmal die Controller durch den Club, von daher gebe ich dir eine verfickte 2, du dummer Mutterficker, ja, ich bleib dabei, das war komplett geistig behindert, hups, jetzt habe ich alle Tasten auf einmal gedrückt, was steht da, Rocky Balloon Panic ist das nächste Level. Und jetzt können wir endlich wieder was Neues sehen. Yay, so, habe ich jetzt meinen Gedankengang beendet. Ja, Leute, wirklich, tut euch den Gefallen, wenn ihr auf... Oh, eine neue Mechanik. Okay, warte, ich denke, der geht runter. Ja, oh, mein Gott. Da will er sich doch sofort wieder bei mir einschleimen, der kleine Schlingel. Tut euch den Gefallen, wenn ihr auf natürlich grundsätzlich japanische Spiele steht. Auf Thriller, Krimi-artige Sachen. Also du spielst ja da einen Detektiv. Wow, das war ein Holocaust-Lag. Danke. Mal gucken, ob er respawnt. Ja, dankeschön. Ich penetriere dich erstmal. Ja, du spielst ja da einen Detektiven und musst da so Fälle lösen und so weiter. Also es ist wirklich wunderschön. Japanische Synchro. Grafik ist auch in Ordnung, ich bin ja kein Grafikfetischist und so weiter, ne? Aber das, ja, ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr da, wie gesagt, Bock auf Krimi und so weiter habt und mich von meiner, ja, besten Seite sehen wollt. Also da passieren wirklich Sachen, die glaubt man einfach nicht, ja. Also sowohl storytechnisch als auch so gameplay-technisch, da ist beispielsweise so eine, das sind auch so Sachen, wo ich persönlich dann das Gefühl habe, dass die wirklich einzigartig für meinen Spieldurchlauf sind. Ja, du kannst da Freundschaften knüpfen und die dann auch ab und zu auf der Straße sehen, wie bei, was weiß ich, Animal Crossing oder Harvest Moon und so weiter. Da gibt es ja solche Spiele, wo das ist. Und da ist eine, es ist eine Geschichte von gefühlt Hunderten, ja. Da ist eine, mit der freundest du dich an, beziehungsweise es ist eher deine Vermieterin, also die Geschichte ist irgendwie so, dass er zahlt seine Miete nicht ordentlich und deswegen soll er ihr einen Gefallen tun und sie kocht dann immer für uns. Und nachdem ich sie dann, also keinen Scheiß, ich wette, dass es bei vielen anderen nicht passiert, nachdem ich dann quasi ihre Missionen, so nenne ich es jetzt mal, abgeschlossen habe, habe ich die ständig alle 5 Minuten auf der Straße gesehen. Die ist mir... Also, man spielt ja in einer großen Stadt. Ich habe die permanent in der Stadt gesehen und ich habe dann das immer kommentiert, ja. Habe sie dann irgendwann meine Stalkerin genannt und so weiter. Also, es war tatsächlich echt stellenweise richtig abgefuckt. Oder irgendwelche komischen Bugs sind dann auch gekommen, wo Leute einfach mal geflogen sind. Also, so ein bisschen über den eigentlichen Bürgersteig gelaufen sind und so. Also, es ist herrlich, ja. Also die Geschichte an und für sich ist natürlich herrlich und spannend und so weiter, aber auch das, was zwischen den Missionen passiert, also was einfach passiert, wenn du auf der Straße da rumläufst, ja, das ist wirklich Comedy pur und ich bin auch der Meinung, dass ich das dementsprechend gut kommentiert habe, also von daher tut euch da wirklich einen Gefallen, weil das ist ja auch was wie gesagt, über, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich einen Checkpoint hatte, was zum Glück 100 Folgen lang geht, also es wird jetzt noch die nächsten Wochen so ein bisschen gehen, könnt euch da, sorry, wie gesagt, schon mal einen Eindruck machen, weil ich ja die ersten 11, 12 Folgen hochgeladen habe. Ich hab's dann natürlich, das Ding ist, ich hab dann, der Plan war natürlich, weil ich ja auch immer so ein Speicherplatzproblem habe, weil du, ich meine, mal so eben 150 Folgen machen ist ja nicht so einfach. Ich hab dann während den ersten Folgen immer, kann man den eigentlich töten? Ja, ich werde einfach, ich meine, ich habe ja Zeit, der Ballon, der ist ja sehr kular, ja, der ist sehr kular, dann hat er keinen Bock mehr. Ja, ich habe versucht dann immer ein paar aufzunehmen, die dann direkt zu verarbeiten, bearbeiten, damit ich die dann wieder löschen kann für Speicherplatz, aber ich habe während des Let's Plays dann tatsächlich eine Aufnahmen-Speicherplatz-Strategie für mich gefunden, die mir dann tatsächlich den Arsch gerettet hat. Also wenn ich das nicht spontan, was mir auch eigentlich schon
in den 10 Jahren hätte er einfallen können. Wenn mir das spontan nicht eingefallen wäre, dann hätte ich das Let's Play tatsächlich nicht geschafft. Also wirklich da, ich wachse da über mich hinaus während des Let's Plays, so ein bisschen wie Gohan Super Saiyajin 1 zu Super Saiyajin 2. Und ich denke da, dass ihr auch, während ihr mir zuschaut, vielleicht das ein oder andere lernen könnt. Und einfach, wie gesagt, lasst einfach die Seele so ein bisschen baumeln. Und dann passt es. Ja, das ist definitiv eine Empfehlung, die ich euch geben kann. Und ferner von dem empfehle ich euch natürlich vor allem, weil wir jetzt endlich in einem neuen Level sind, auch wieder in die nächste Folge einzuschalten. Es ist eine nette Idee mit dem Balance, ne? Dann vielleicht natürlich, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Konzentration, nachdem wir die Formalitäten abgehakt haben. Und ferner von dem bleibt mir nur noch zu sagen, Greta Thunfisch, fick dich ins Knie. Das ganze Level gehört wirklich weggebombt oder zumindest besser beschriftet, würde ich mal sagen, oder? Pass auf. Wir können ja, glaube ich, da nochmal reingehen. Ist das hier normal? Nee, irgendwie, wie kann man in kaputte Schlösser, konnte man, glaube ich, mit Start oder Select oder... Ja, was auch immer ich jetzt gedrückt habe. Schultertaste habe ich gedrückt. Wir haben hier ja so eine Notiz. Ja, so. Really press down while midair it will cause an earthquake that will defeat the Park-E-Dams. Also hier steht einfach, drückt nach unten. Das wird für ein Erdbeben sorgen, der dafür sorgt, dass die Elefanten sterben. Aber da steht jetzt nicht, wie krass der Effekt ist. Oder dass der Effekt über Ozean, über Kontinente geht. Ja, ich meine, wenn, wie gesagt, irgendwo in Buxtehude der Vulkan mal wieder explodiert, dann merke ich hier nichts von. Ja, aber ja, das war einfach das Ding, Leute. Das war das fucking Ding. Und natürlich dann, wie gesagt, bei dem Boss musste man halt schauen. Ihr habt ja gesehen, dass man dann bis an den Rand geht. Ich habe mich, wie gesagt, nicht getraut, weil ich dachte, dass die Gegner sich dann auflösen. Aber ja, so wie dazu, ne? Verstanden, umgesetzt und fertig. Ja, in diesem Sinne... Danke auch nochmal für die Klicks, ne? Auch wenn ihr, wie gesagt, irgendwie nicht in der Lage seid, Kommentare zu schreiben oder so. Aber ist es okay, Leute, ist es okay, wenn ihr die guten Likes da lasst, ja? Ich habe gesehen, da gibt es so ein, zwei Leute, die machen das ab und zu, wenn ihr wirklich irgendwie nicht schreiben könnt oder so, weil ihr noch im Kindergarten seid oder so. Ich will, ja, was soll ich sagen, das ist dieses Passiv-Aggressive, was natürlich immer durchkommt, weil ich es nicht verstehen kann. Und an manchen Tagen denke ich dann irgendwie, ich bin nicht gut genug, ja. Ich bin nicht gut genug und deswegen lässt man mir keine Kommentare da. Das sind so meine Gedanken, die, bei denen ich dann halt aufpassen muss, dass sie bei mir keine Wurzeln schlagen, ansonsten muss ich halt wieder zum Strick oder so greifen. Von daher, ja, wenn ihr keinen Bock auf Kommentare habt, lasst wenigstens die guten Likes da. Ne? Das ist ja auch schon mal was. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.